Hallo und herzlich willkommen an das Kollektiv der Zwillinge und all diejenigen, die den Zwilling im Sonnenzeichen Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia, ich darf für dich jetzt die Karten legen für die zweite Jahreshälfte des Jahres 2022. Das bedeutet, wir gehen rein in die Energien vom Juli 2022 bis zum Dezember. Und diese Legung unterteilt sich in zwei... Hoppala, was kommt denn da rausgeflogen? Lass uns mal schauen. Oh, der Mond. Also für dich könnte es sehr emotional werden jetzt in den nächsten 6 Monaten in einer ganz bestimmten Situation hier mit dem Mond, der rauskommt. Wir schauen gleich mal, ob der noch eine Rolle spielt, also eine signifikante Rolle spielt. Denn was ich einmal mache, ist tatsächlich die große Tafel auslegen aus dem Lenormand, dass wir eine kleine Bestandsaufnahme machen, jetzt so für die nächsten 20, 25 Minuten. Und dann gehen wir in den zweiten Teil, wo wir uns die einzelnen Monate anschauen. Also wirklich einmal schauen mit dem Tarot und Orakelkarten, die du hier schon auf der Seite siehst. Oh, gucke mal, und eine Beziehung kommt raus und Kommunikation. Wichtige Gespräche in einer Partnerschaft. Macht natürlich Sinn mit dem Thema des Mondes und Emotionen. In diesem Sinne würde ich sagen, genau, wir gehen danach in Teil 2. Ihr kennt das hier bereits. Teil 2 geht in die einzelnen Monate mit Orakelkarten und dem Tarot im Detail. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Es kann so ein bisschen sein, dass es für dich auch emotional ein kleines Auf und Ab ist in den nächsten 6 Monaten. Ich bekomme für dich rein, dass du definitiv sehr viele schöne Momente da haben wirst, aber dass es auch so ein paar Situationen gibt, die dich ein bisschen fordern werden. So, jetzt legen wir einmal aus. Guck mal, da haben wir sie wieder, Gespräche in der Partnerschaft. Okay. Wir schauen uns das gleich genauer an. So, ich sage jetzt noch nicht so viel während des Auslegens, weil der eine oder andere vielleicht auch nach vorne klickt und sich das Auslegen nicht anschaut. Und da möchte ich jetzt niemanden quasi außen vor lassen mit den Deutungen. Da haben wir da. Ja, okay, ich halte mich zurück. Ich halte mich noch ein bisschen zurück. So, ich werde dann gleich auch noch mal schauen, dass die Kamera alles hier halbwegs gerade drauf hat. So, ein bisschen adjusten. So. Okay, dann sage ich herzlich willkommen an alle zurück, die das Auslegen gerade übersprungen haben. Und zwei Sachen sind ganz wichtig. Du selber als Zwillinge bist die Dame da oben, egal ob du Mann oder Frau bist, das ist deine Personenkarte. Und die Person, mit der du es zu tun hast, ist hier unten der Herr. Egal ob Mann oder Frau, geschlechterneutrale Karte, könnte Partner, Ex-Partner, Wunschpartner, Freund, Freundin sein. Eine Person, die eben eine wichtige Rolle hier für dich spielt. Sodele. Was ich einmal tatsächlich sagen möchte, ist, dass ich als erstes mal den Bezug machen möchte zu den Karten, die rausgesprungen sind. Denn du fällst tatsächlich hier auf die Thematik der Emotionen. Also wenn ich dich spiegel, fällst du hier runter auf den Mond, du fällst runter hier auf den Hund und auf der anderen Seite auch nochmal der Turm. Für all diejenigen, die das Lenormand nicht kennen, und wer das ein oder andere Video jetzt aus dieser Serie gesehen hat, weiß, was jetzt kommt, aber die das Lenormand nicht kennen, bitte achte nicht darauf, wie ich was deute, das könnte dich zu sehr verwirren. Ich habe hin und wieder Kommentare bekommen, die sagen, oh, das steige ich nicht durch, das war jetzt aber sehr verwirrend. Das ist ungefähr so vergleichbar, als wenn du einen Astrologen hörst, der sagt, im 5. Haus auf 20 Grad ist die Venus und die konjungiert hier mit dem Pluto im 8. Haus oder was auch immer man da so sagt. Das verwirrt einen nur, weil man denkt sich, ich verstehe nur Bahnhof.
Gleiches oder Ähnliches gilt hier mit dem Lenormand, weil immer auch Hausplätze und verschiedene Deutungsmöglichkeiten hier eben möglich sind. Lass es bitte links liegen. Wenn du dich damit nicht auskennst, höre also einfach auf die Kernbotschaften und Aussagen. Für all diejenigen, die das Lenormand kennen und gerne wissen wollen, wie ich deute, für euch mache ich das hier, dass ich das Bild zeige und so ein bisschen durchführe, das einmal vorweg gesagt. So, jetzt lass uns das mal anschauen, ne? Wir hatten ja hier schon diese Kommunikation. Die Kommunikation fällt auf eine Herzensangelegenheit. Ich würde sagen, wir machen da mal ein bisschen weiter und gehen dann gleich einmal auch auf diese Karte, auf die du gefallen bist. Also was ganz wichtig zu sein scheint, ist die Kommunikation innerhalb einer Partnerschaft und Beziehung. Und da geht es um Herzensangelegenheiten oder tatsächlich vielleicht auch sogar um die Liebe. Das ist verbunden mit deinem Zuhause, weil sowohl in der im Hause des Herzens haben wir das Haus und im Hause des Hauses haben wir den Ring. Wir haben da also wirklich eine Verbindung, wo ich das Gefühl habe, das Thema Familie könnte etwas sein, was eine Rolle spielt. Das Thema Zuhause oder sich zu Hause fühlen in einer Wohnung, einem Haus, einem Ort könnte eine Rolle spielen. Und da gibt es irgendwas gefühlt, wo man jetzt nochmal langfristig auf das Leben schaut und schaut, okay, wie geht es denn jetzt langfristig weiter? Das scheint so ein bisschen im Unklaren zu sein, weil der Baum hier im Hause der Unklarheit ist, im Hause der Wolken. Aber es geht auch tatsächlich da zum einen vielleicht, ja, mit dem Anker haben wir wieder mehrere Möglichkeiten. Es könnte um das Thema Stabilität gehen oder sich verankern gehen. Wo im Leben möchte ich mich verankern? Ne? Gerade auch in Bezug auf diese Haussituation. Wo fühle ich mich zu Hause? In welcher Wohnung fühle ich mich zu Hause? In welchem Haus? In welchem Wohnort? All diese Thematiken und eben, es könnte eben auch damit zu tun haben, dass es um familiäre Angelegenheiten geht, wo man jetzt vielleicht auch langfristig schaut, hey, wie geht's denn hier weiter? Und darüber wird kommuniziert innerhalb dieser Partnerschaft und Beziehung. Der Ring fällt hier auch auf den Bären, das heißt, wir haben hier eine sehr starke und eine sehr einflussreiche Partnerschaft in deinem Leben. Wir haben hier ebenfalls innerhalb dieser Partnerschaft sehr viel Glück und Erfolg. Auch das habe ich das Gefühl, sehen wir hier gespiegelt. Wir haben hier noch den Park. Der Park steht für die Öffentlichkeit, ein gewisses soziales Umfeld. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Öffentlichkeit hier eine gewisse Rolle spielt innerhalb einer Partnerschaft, die sehr stark und sehr einflussreich ist. Ein gewisses soziales Umfeld könnte hier eine Rolle spielen, vielleicht auch eine ganz bestimmte Feier oder ein ganz bestimmtes Event, was aber hier verbunden ist mit deinem Glück oder mit Erfolg. Was wir hier ebenfalls immer innerhalb dieser Partnerschaft sehen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier den Bären, der quasi für einen großen Einfluss steht, für eine starke Verbindung, für eine alte Verbindung. Also es könnte wirklich eine Seelenpartnerschaft hier sein, gerade auch weil der Bär hier neben dem Herzen ebenfalls nochmal zu finden ist. Also eine alte Liebe, eine starke Liebe, eine Seelenverbindung ebenfalls hier möglich. Der Bär ist im Hause der anderen Person. Das sagt mir, dass die andere Person ein starker Partner ist, ein einflussreicher Partner ist. Vielleicht, das war das Erste, was ich so das Gefühl hatte, eine Person, die dir auch auf gewisse Art und Weise sehr viel Halt und Stärke und Kraft gibt. So, das einmal vorweg gesagt, möchte ich tatsächlich noch ein bisschen mir hier die Situation unter die Lupe nehmen. Wir haben hier irgendeinen Stillstand, welcher zu einem Konflikt führt, der sich auch auf die Partnerschaft bezieht oder auf irgendwas, was quasi diese Partnerschaft beeinflusst. Dadurch resultieren so ein bisschen Kummer und Sorgen. Also wir haben hier tatsächlich so ein bisschen mit irgendwas, würde ich sagen, haben wir hier eine schwere Energie, vielleicht einen Stillstand, vielleicht endet auch irgendwas innerhalb einer Partnerschaft, was nicht zwingend bedeutet, dass die Partnerschaft endet. Es könnte irgendeine andere Situation sein, die diese Partnerschaft quasi beeinflusst, wo wir ein Ende oder einen Stillstand haben. Das nagt hier an dieser Situation. Und hier haben wir dann ebenfalls auch noch das Kreuz. Und das Kreuz bedeutet, da ist auch eine Schwere. Also da sind gewisse Belastungen. Jetzt haben wir im Prinzip zwei unterschiedliche Energien hier. Wir haben die Partnerschaft hier sehr stark gespiegelt. Und zwar mit dem Bären. Wir haben auch die Sonne hier. Das ist die beste Karte im ganzen Deck. Wo ich grundsätzlich sagen muss, okay, eine einflussreiche Partnerschaft und Glück und Erfolg in dieser Partnerschaft. Und das ist schön, dass wir das sehen, aber es wird in den nächsten 6 Monaten auch eine Situation hier geben,
die auch, ich habe das Gefühl, auch dich persönlich hier betrifft, wo für dich vielleicht irgendwas endet oder wo du dich transformierst oder wo für dich etwas verändert, transformiert wird, was letzten Endes damit zu tun hat, dass etwas Altes losgelassen wird, etwas Altes geht in den Verlust und dadurch kann vielleicht etwas Neues kommen. Aber hier im Hause des Neuanfangs haben wir auch Belastungen. Also dieser Neuanfang kann zum einen karmischer Natur sein, gerade auch weil wir hier diese Kombination mit dem Ring haben, könnte es auch eine karmische Beziehung sein, beziehungsweise eine Beziehung sein, die eine gewisse Schwere in deinem Leben einfach hat, die eine gewisse Signifikanz hat, wo vielleicht karmische Lernaufgaben eine Rolle spielen. Und dieser Neuanfang, der hier liegt, also wir haben immer hier das Hause des Neuanfangs, haben wir eben eine gewisse Belastung. Diese Belastung hat zu tun, lass uns mal weiterschauen, hier gibt es gewisse Herausforderungen, die für Belastungen sorgen. Lass uns schauen, was diese Herausforderungen sind. Da haben wir das Haus der Herausforderungen und das sind die Fische. Nun kann das sein, dass es hier um finanzielle Aspekte geht, also finanzielle Herausforderungen führen zu Belastungen für einen Neuanfang oder innerhalb eines Neuanfangs. Auf der anderen Seite können die Fische auch für die Gefühle stehen, wo wir sagen können, okay, wir haben hier gefühlt es aber auch bezogen auf den Herrn, denn der Herr, wenn wir mal ein bisschen weiterschauen, hier noch eine Stufe zurückgehen, ist der Herr. Und ich falle auf Herr, weil es eine männliche Karte ist, aber du weißt, das ist eine neutrale Karte hier, ne? Die andere Person, es könnte sein, dass es hier emotionale Blockaden gibt, die zu Belastungen führen innerhalb eines Neuanfangs. Und das eben auch bezogen auf die andere Person tatsächlich. Also entweder emotionale oder finanzielle Herausforderungen, die zu Belastungen führen für diesen Neuanfang, die auch hier eine Rolle spielen innerhalb dieser Partnerschaft oder Beziehung. Grundsätzlich, wenn ich mir die Karten um diese Person herum anschaue, muss ich sagen, hier ist mit Sicherheit sehr viel Liebe. Ich habe das Gefühl, die Person gibt dir sehr viel Sicherheit, sehr viel Kraft, Unterstützung, ist ein großer Einfluss, ist ein schützender Einfluss für dich. Es wird hier eine neue Möglichkeit geben, auf beruflicher Sicht. Das könnte sich auf dich beziehen, weil es natürlich auch deine Energie ist, ne? Hier für dein Deck, dein Blatt, sage ich mal. Hier gibt es Chancen, die vielleicht sehr überraschend kommen, die hier sich beziehen auf deine Arbeit und deine Stabilität und deine Sicherheit. Das kann aber auch zu tun haben hier mit dieser Person. Mit Sicherheit haben wir hier bei der männlichen Person eine Chance, eine Möglichkeit, die sich bietet. Wir haben dann aber auch eine kleine Herausforderung hier. Also diese Chance kommt gefühlt mit einer kleinen Herausforderung und hat gefühlt zu tun mit Stabilität, Sicherheit oder der Arbeit. Wir sehen allerdings auch hier, die Sonne scheint auf den Berg. Ich habe das Gefühl, der Berg wird dadurch kleiner. Der Berg wird abgetragen durch die positive Energie der Sonne. Also haben wir vielleicht eine kleine Herausforderung. Auch der Klee kann für etwas Kleines stehen. Also haben wir hier eine kleine Herausforderung bezüglich auch dieser Situation mit dem Mann. Grundsätzlich aber alle Karten um diese Person herum sind extrem positiv. Was ich noch einmal machen kann, wenn ich ins erweiterte Umfeld gehe, haben wir hier ein bisschen Nervosität und Stress, welches finanzieller Natur sein könnte oder auch eben gegebenenfalls emotionaler Natur sein könnte. Wir sehen hier das Thema Arbeit und Stabilität fällt auf diese Person, auch hier die Finanzen. Gefühlt würde ich sagen, die Finanzen stabilisieren sich hier mit dieser Person vielleicht, weil eine gute Nachricht reinkommt. Diese gute Nachricht kann sich auf neues Wissen beziehen, neue Informationen, Wissen, Fakten. Das könnte auch sein, dass hier ein Besuch reinkommt. Bei dieser Person, wo man vielleicht erstmal ein bisschen Nervosität und Stress hat mit dieser Situation, was diesen Besuch anbetrifft. Und es kann sein, dass es daran liegt, dass hier irgendeine Situation zu tun hat mit einer Abgrenzung, oder einem Rückzug. Habe ich aber nicht das Gefühl, dass es diese Person ist, sondern dass das auf irgendeine Art und Weise beeinflusst ist. Also dass es hier jemanden in eurem energetischen Umfeld gibt, vielleicht wo man sich ein bisschen von zurückzieht, wo man sich ein bisschen abgrenzt, vielleicht auch emotional gesehen ein bisschen abgrenzt. Gerade auch der Turm, der hier im Hause einer Partnerschaft und Beziehung ist. Ich habe das Gefühl, aber muss ich ganz ehrlich sagen, dass ihr euch als Paar von irgendetwas oder jemanden abgrenzt. Das ist das Gefühl, was ich habe. Das sorgt vielleicht für ein bisschen Nervosität und Stress und auch ein bisschen hier Kummer und Sorgen, sage ich mal, in dem Bereich. Es könnte auch anders sein, ne? Kummer und Sorgen sorgen dafür, dass man sich hier vielleicht ein bisschen abgrenzt und das vielleicht wieder zu Nervosität und Stress. Auch das wäre eine Möglichkeit hier. Habe aber das Gefühl, die Energien um diese Person herum und dich sind sehr positiv. Grundsätzlich die Energien um die Partnerschaft herum ebenfalls. Da wird also viel kommuniziert.
Wir haben den positiven Aspekt hier. Ja, es gibt eine Situation innerhalb dieser Partnerschaft, die zu tun hat mit einem Stillstand oder einem Ende, was einen Konflikt verursacht. Der Konflikt kann sich auch beziehen auf die Öffentlichkeit oder dass irgendwas an die Öffentlichkeit kommt oder vielleicht ein soziales Event, eine Feier etc. Und das eben letzten Endes dann hier auch für gewisse Belastungen sorgt. Aber, das sagte ich ja gerade auch schon, dass wir hier eventuell auch diese Art Neuanfang haben, der mit gewissen Belastungen kommt, aufgrund von emotionalen oder finanziellen Belastungen. Aber auch da wieder hier der Hinweis, es stabilisiert sich gefühlt. Vielleicht muss ich hier abgegrenzt werden von einer bestimmten Person, die auch noch auf diese Person einen Einfluss hat, weil wir hier im Hause des Einflusses auch die Schlange haben. Das könnte eine Mutter, eine Freundin, eine Schwester, eine Rivalin sein, also eine Frau tendenziell, die hier gefühlt noch einen Einfluss hat. Wenn es keine Frau ist, dann gibt es hier gewisse Komplikationen und Umwege, die doch auch noch einen Einfluss hier haben auf die andere Person. Das wiederum kann zu tun haben mit einem Kind oder mit einem Neuanfang. Also das sehen wir hier ebenfalls. Es kann natürlich sein, dass hier eine Frau, wer auch immer das ist, ein großes Wissen hat. Das wäre eine Möglichkeit, weil wir hier Informationen haben oder Wissen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ist, was ich hier sehe. Vielleicht möchte, weil die Schlange zeigt sich auch als Person, die so ein bisschen sich rein manipuliert in eine Angelegenheit. Und von daher habe ich das Gefühl, hier gibt es eine Person, die einen Einfluss hat, die vielleicht meint, es besser zu wissen. Hier gibt es einen Besuch gefühlt, der für Nervosität und Stress sorgt, weil diese Person auf eine gewisse Art und Weise einen Einfluss hier hat auf diese Person, wo sich dann wiederum abgegrenzt wird. Das wiederum könnte auch diese Situation hier bedeuten, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht um ein Ende dieser Partnerschaft, sondern nein, das ist eine starke Partnerschaft, eine sehr schützende, die steht unter einem guten Stern. Wir haben den Stern, wo haben wir den denn? Den haben wir da, auch nicht so weit weg, aber ich habe das Gefühl, diese Situation ist, um diese Person rum ist ganz viel Schutz. Schutzkarte, Schutzkarte, positive Karte, Glückskarte. Absicherungskarte. Also hier ist alles gefühlt gut mit dieser Person. Nur, dass es da irgendeinen Einfluss gibt, der hier zu gewissen Belastungen führt. Lass uns ein bisschen weiterschauen. Wir gucken uns mal das Herz an. Wir sagten ja schon, da gibt es gewisse Kommunikationen über langfristige Pläne. Auch hier haben wir gefühlt Klarheit, Erfolg in der Liebe oder Erfolg in einer Herzensangelegenheit. Also irgendwas scheint sich hier sehr positiv zu entwickeln. Es könnte sein, dass du hier sehr viel Unterstützung bekommst, dass sich für dich etwas klärt zum Thema Unterstützung, unterstützt werden. Was ganz spannend ist, weil es hier auch ganz oben liegt. Unterstützung kommt überraschend oder hier ist vielleicht Unterstützung aus dem Freundeskreis, was hier wo vielleicht auch Kommunikation eine große Rolle spielt. Zum einen könnte das eine Kommunikation sein, auch darüber, was du jetzt für Ziele hast oder wohin die in Anführungsstrichen Reise jetzt gehen soll, ob eine im wahrsten Sinne des Wortes Reise oder eine metaphorische Reise. Ne? Darüber könnte hier ebenfalls kommuniziert werden. Und ich habe das Gefühl, hier bekommst du auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe, vielleicht aus dem Freundeskreis oder von einem ganz bestimmten Freund, was vielleicht auch von der anderen Person, dass hier Unterstützung und Anerkennung kommt. Hier wird das Ganze kommuniziert, ebenfalls bezüglich dieser Partnerschaft und Beziehung. Was ich ganz spannend finde, hier ist die Kommunikation, die ja vorhin ebenfalls rausgefallen ist. Und wir hatten vorhin uns einmal den Ring angeschaut, auch in dieser Konstellation, weil der Ring verbunden ist mit dem Haus und der wiederum mit der Liebe. Möchte ich mir einmal noch anschauen, weil auch der Brief rausgefallen ist für die Kommunikation. Der ist im Hause des Schiffes und das Schiff ist hier im Hause der Entscheidung. Sprich, wir haben hier eine Entscheidung tatsächlich darüber, wie die Reise weitergehen soll in einer bestimmten Angelegenheit. Das könnte hier zum einen sich auf die Arbeit beziehen, auf das Thema Stabilität und Sicherheit. Es kann sein, dass es hier auch zu tun hat mit Finanzen oder Emotionen und vor allem auch gewissen Belastungen, die hier quasi eine Rolle spielen. Gefühlt muss ich sagen, was ich hier gerade wahrnehme, ist tatsächlich mehrere Entscheidungen darüber, wie geht es in dem Lebensbereich weiter, wie geht es in dem Lebensbereich weiter, wie geht es weiter in der Situation. Auch diese Komplikationen und Umwege oder eben andere Frau spielt hier tatsächlich eine Rolle ebenfalls. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt recht vorsichtig die nächsten Schritte geplant werden. Vielleicht generell auf dein Leben bezogen oder auf verschiedene Situationen in deinem Leben bezogen, aber das nehme ich hier ebenfalls für dich wahr. Kommen wir einmal
Ja, zurück hier auf die Herzensangelegenheit. Wir haben hier Nervosität und Stress aufgrund einer Abgrenzung, die hier auf eine bestimmte Partnerschaft in deinem Leben fällt, wo wir hier ebenfalls einen Konflikt haben, vielleicht einen Konflikt mit der Öffentlichkeit, einen Konflikt mit einem gewissen sozialen Umfeld könntest du hier haben. Vielleicht, ja, vielleicht auch eine Abgrenzung von einem sozialen Umfeld, das könnte ebenfalls möglich sein. Und dann natürlich haben wir die anderen Karten hier ebenfalls dran, die ich schon einmal gedeutet habe, auch in Bezug auf die andere Person, wenn es hier um das Herz geht, also um die Liebe, um Herzensangelegenheiten. Dementsprechend möchte ich mir einmal deine Karte anschauen. Wir haben schon gesehen, so ein bisschen, ne? Da ist hier ein Neuanfang an deiner Seite, der kommt vielleicht über Umwege oder dass sich ein Neuanfang vielleicht auch ein bisschen schwierig gestaltet, sieht man im Prinzip auch an dieser Karte. Kann zu tun haben mit äußeren Einflüssen hier auf gewisse Art und Weise. Was ich ebenfalls noch hier sehe, ist wieder diese Entscheidungen, die sehr vorsichtig getroffen werden, wo ich auch das Gefühl habe, dass deine eigenen, es werden jetzt in Bedürfnissen. Es werden Entscheidungen getroffen aufgrund deiner Bedürfnisse, ne? Dieses Ich brauche jetzt. So, was brauchst du? Darauf werden hin Entscheidungen getroffen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die nächsten Schritte vorsichtig und ganz schlau geplant werden hier, wie die Reise weitergeht. Wie ich schon sagte, du fällst auf die Emotionen. Es könnte so ein bisschen ein emotionales Auf und Ab sein, aufgrund tatsächlich, dass es ein paar Unklarheiten gibt. Hier in einer Angelegenheit, auch der Fuchs spielt sich rein, Unklarheiten spielen eine Rolle, was dieses emotionale Auf und Ab angeht. Auch diese Thematik von, ich kriege immer mit dem Fuchs rein, vorsichtig sein, die nächsten Schritte planen, vorsichtig Entscheidungen treffen. Vielleicht auch langsam, Schritt für Schritt, vorsichtig Entscheidungen treffen hier. Und dann hat das Ganze ebenfalls zu tun mit der Familie, mit dem Zuhause, mit der Wohnung, dem Wohnort. Oder sich zu Hause fühlen. Das spielt hier definitiv eine Rolle, auch was deine Bedürfnisse angeht. Das könnte sein, dass da so ein bisschen was im Unklaren ist, was diese Thematik angeht. Oder eben auch, wie gesagt, familiär, habe ich vielleicht auch schon gesagt hier. Und dann sehen wir hier nochmal in dem gleichen Mix das Thema Unterstützung auftauchen. Also, hier gibt es ein emotionales Gefühl auf und ab. Zum Thema, entweder was mit einem Freund zu tun hat oder mit dem Thema Unterstützung, unterstützt werden hier. Gefühlt auch wieder von der Person, wo vielleicht ein Besuch oder ein wichtiges Treffen stattfindet oder reinkommt, wo wir dann auch wieder diese Abgrenzung sehen, eine Abgrenzung von einem Freund, für eine Abgrenzung vielleicht oder weil man sich hier alleine fühlt, was eine gewisse Unterstützung angeht. Und das könnte Teil dieses emotionale Auf und Ab sein, warum du hier auch im Hause des Sarges bist, also auch vielleicht manchmal so ein bisschen niedergeschlagen bist. Das gesagt, ist in deinem Haus ebenfalls die beste Karte des ganzen Decks, und zwar die Sonne. Und das sagt mir, dass du in den nächsten 6 Monaten, dass die Sonne quasi auf dich scheint und auch wenn es hier gewisse Herausforderungen gibt, du grundsätzlich sehr glücklich und/oder erfolgreich sein wirst. Und das kann sich finanzieller Natur äußern, das kann sich äußern auch emotionaler Natur und hier beruflicher Natur ebenfalls. Auch das Glück fällt auf die andere Person. Letzten Endes ist das eine sehr, sehr schöne Position, wo ich auch das Gefühl habe, es klären sich für dich Dinge, die vorher so ein bisschen im Unklaren waren, was zu tun hat mit dem Neuanfang, der da auf dich wartet, was zu tun hat mit diesem Besuch, oder dieser Information oder diese Nachricht, die da reinkommt. Und da wird sich einiges, für dich gefühlt auch nochmal klären. Ja. In diesem Sinne würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns jetzt die einzelnen Monate anschauen. Also, ich danke dir erstmal fürs Zuschauen bis hierher. Schau dir diese Legung auch gerne nochmal im Nachhinein an. Dafür sind diese langen zeitlichen Legungen natürlich immer sehr gut geeignet. Im Nachhinein nochmal reinschauen. Wenn du mir jetzt einmal in die Erweiterung folgen möchtest, dann schau mal unter dieses Video. Da ist der Link zur Erweiterung auf Vimeo oder auf Patreon, wo wir jetzt in die einzelnen Monate reingehen. Angefangen von Juli. Wir gehen rein in das Thema des Monats, in die Herausforderung, in den Tipp für dich, für diesen Monat.
und wie sich die Situation entwickelt. Plus, wir haben hier dann auch nochmal eine ganz tolle Orakelkarte aus dem Oracle of the Hidden Worlds. So sieht das Ganze aus. Super schönes Orakel. Da werden wir auch nochmal jeweils eine Karte ziehen pro Monat. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder in deiner Erweiterung auf Vimeo oder Patreon. Also bis gleich.